Der 30-jährige Krieg wütet im deutschen Land. 1629 erreicht er auch das Vogtland. Den Heeren, Plünderern und Marodeuren stehen die einfachen Menschen machtlos gegenüber. Doch einer von ihnen nimmt den Kampf auf. Bis heute erzählen Sagen und Überlieferungen von den Taten der verwegenen Schar des Georg Kressel, genannt der Bauerngeneral. Und dieser Kressel läuft frei herum. Noch, gnädiger Herr. Noch. Achtet darauf, dass ihr in den Dörfern gesehen werdet. Und dann, bewaffnet ihr euch heimlich. Und nachts, wenn es dunkel ist, treffen wir uns wieder hier. Ist eine wunderbare Waffe. Von nun an gehört sie dir. Wir sind keine Gerichtsbälle. Wir sind Bauern. Und wenn die Herren uns keine Gerechtigkeit geben, dann werden wir sie uns eben nehmen. Ich bin der Kresse. Runter von den Pferden und weg mit den Waffen.